Lasse, du vil bedre indenfor. Vi kan nu og så vej mitmachen, hvis du ikke lige bliver. Stel os einmal bitte so hin. In die Hocke gehen, weil wir, wenn wir Bauchmuskeltraining machen, auf den Rücken stabilisieren müssen oder Core stabilisieren müssen, machen wir mal eine Rückenübung und diese geht so. Fingerspitzen zum Kopf, Beine anwinkeln, Rücken gerade und jetzt schauen wir nach oben, machen ein Hohlkreuz, Schulterblätter hinten zusammen, dann Katzenbuckel machen, ganz rund machen, ganz klein, Kinn zur Brust und wieder in die Streckung gehen. Und tut mir wieder gefallen, wir machen das Ganze nicht nach Musik, nach Takt, sondern nach Gefühl. Der ein oder andere, der mich kennt, wird jetzt sagen, warum redet ihr überhaupt von Gefühl? Wann kommt es denn bei ihm an? So kennt man den Eddie gar nicht. Ja, mal was ganz anderes. Der Mann hört mal auf seinen Körper. So, zweimal noch. Ein letztes Mal. Und dann hängt auf Oberschenkel mit einem roten Rücken hoch. Auch eines meiner Lieblingsübungen. Okay, dann gehen wir bitte einmal runter in den Vierfüßlerstand. Wie gesagt, ihr macht da, oh, hab ich da Herzchen gesehen? Dankeschön, Daumen nach oben, euer Herzchen. Da freue ich mich. Entweder war das meine Schwester oder mein Bruder. So. Oder mein Nachbar, der kann auch sein. Einmal mit den Vierfüßlerstand und jetzt sieht unspektakulär aus. Aber Knie mal hoch und mach Haltung. Und jetzt mal Becken kippen und halten. Jetzt nehmt ihr die Schulterblätter nach unten und nach hinten. Oh, danke schön, ich glaube, ich sehe Herzchen und Daumen. Danke. Dankeschön dafür. Und dann einfach mal so halten. Müsste jetzt schon echt anstrengend sein. Wehe, es ist für euch nicht so anstrengend, wie es für mich anstrengend ist. Dann jetzt. So, mal halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen, kurz entspannen. Auch die Arme mal, die Schulter mal lockern. Und jetzt Achtung, nochmal. Wir nehmen die Schulterblätter nach hinten, nach unten, ziehen die nach unten, Brust raus, machen eine Außenrotation mit den Oberarmen, fixieren die Schultern, Bauch anspannen, Füße auf dem Boden, Knie hoch, die sind hier in der Luft, auch wenn man es durch Schwarz und Schwarz nicht so sieht. Einmal kurz halten und jetzt kein Hohlkreuz, sondern Becken kippen. Jawohl. Und wenn das so aussieht, als hätte ich kleine Rettungsringe, dann sieht es nur so aus, weil das so eine olivgrüne Farbe ist, mein T-Shirt. Sieht nur in diesem T-Shirt so aus. Andere, nee. Wegen der Kamera. So. Beleuchtung und Kamera. Ich habe eigentlich einen Sixpack ohne Gang. Halten. Aber nur jetzt ganz kurz gehen. Kamera ist gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Sehr schön. Wir legen uns auf den Rücken. Pum. So. Wir werden mal einen Wechsel machen. Ja? Wir werden unteren Bauch, oben, die Seiten, alles einmal quer durchnehmen. Jetzt bitte einmal die Hände ganz gemütlich hinterm Kopf. Die Beine nach oben. Warte mal, wenn man Po nicht sieht. Der Junge will den Po nicht zeigen. Einmal Hände hinterm Kopf. Beine nach oben. Und mal so halten. Haben wir das schon gesagt? Nee, halt gut. So, jetzt mal bitte die Knie ranziehen. Und wieder zurück. Ey, da kannst du so keine Zeige, musst du so machen. Hör mir auf. Das retuschieren wir hundertprozentig. Bitte. Da gibt es doch so einen Filter über Instagram und Co. Ich brauche die jetzt. Gib mir den blöden Filter her. Hey, wenn ihr so mal Tipps habt, ja, für Filter, bitte in die Kommentarleiste mal ruhig reinschreiben. Der Junge braucht einen Filter, einen Schlankheitsfilter. Oder einen schwarzen Balken. Zensurbalken hätte ich gern hier. Nee, nur hier, komm, der Rest ist okay. Der Rest ist okay, so. Oh, bitte, während ich die Übungen mache,
Mach mir bitte weiter, ja, während ich labern will. Wir machen die Übung weiter. Wieder. Jeder bitte nur nach seinem Ermessen einmal ranziehen und wieder stellen. Nochmal ranziehen, kurz halten, wieder stellen. Wie ihr sehen könnt, hoffentlich ziehe ich nur mein Becken hoch. Ohne Schwung. Bauchmuskeln anspannen. Becken hoch und wieder absetzen. Versucht den Oberkörper so wenig wie möglich zu machen. Das Ganze noch, sagen wir mal, 5 Sekunden. Ranziehen. Strecken. 2 noch. 1. Sehr schön. Cool. Auch wieder eine meiner Lieblingsübungen. Leute, heute gibt es nur Lieblingsübungen von dem Eddie. So, einmal bitte Kinn zur Brust. Dann Pferd nach Boden, Fußspitzen nach oben. Mit den Schulterblättern einmal hoch, Bauch anspannen. Die Hände neben dem Körper. Und jetzt greife ich einmal warm nach rechts, Pferd berühren. Nach links, Pferd berühren. Ferse. Das bedeutet, wir bleiben hier oben. Nimm bitte, mach bitte weiter, wir werden es erklären. Rechts Knie berühren. Wir nehmen bitte Kinn schön zur Brust und auch da lassen. Wenn ihr euer Kopf bewegen solltet während der Übung, dann habt ihr auch immer Halsschmerzen. Kinn so lassen, zum Fuß schauen und abwechseln. Nach links und nach rechts drehen am besten. Ihr bleibt so ein bisschen oben. Die Schultern kommen vom Boden hoch. Oder ganz gemütlich. Bleibt in eurer Ebene. Also nicht schräg nach vorne, nach oben kommen. Bleibt in der Ebene und dreht euch einmal nach links. Bam, nach rechts. Kopf 4 Stück noch, okay? Bam. Und bitte, bei mir geht es nicht um Takt. Geht es auch nicht darum, dass ihr unbedingt alle Wiederholungen macht. Achtet bitte auf euer Gefühl, auf euer Körper. Absetzen. Euer Körper gibt euch dann schon die Signale. Es wäre ganz eigenartig, wenn wir alle gleich fit wären. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sage 15 Wiederholungen, ja, das ist so. Nicht jeder macht 15 Wiederholungen. Also achtet auf euer Körper. Hört auf die Signale. Und wer zaubern kann, dass der Raum steht, muss es halt auch machen. Einmal bitte diagonal einen Fuß und eine Hand nach oben. Bam! Da sagt eine Freundin von mir, Schatz, hast du gezaubert, dass der Raum steht? Warum ich diese Geschichte erzähle, weiß ich auch nicht, Leonie. Entschuldigung, ich wollte den Namen nicht verraten. Shit. Also, diagonal eine Hand, ein Fuß nach oben. Die anderen bleiben auf dem Boden am besten. Und wer das zu sehr am Hals spürt, der lässt auch wieder Kinn am Körper. Bam. Bam. Wie heißt hier eine? Komm, nicht so viel. Fastfood-Kette hätte ich schon weiter gesagt. Niemals, da gehe ich nicht hin. Wurde schon mehrmals von unseren Mitgliedern übrigens schon mal am Dönerstand oder in einer Fastfood-Kette auch schon mal erwischt. Und wisst ihr, was ihr dann immer zu mir sagen, ey, gib keine Sorge, ich verrate das niemandem. Digga, lang möglich. So, 2 Stück noch. Bam. Einen. Bam. Puh. Sehr schön. So. Dann drehen wir uns. Ihr Lieben, es geht natürlich darum, dass wir ernsthaft den Bauch trainieren. Machen wir ja die Übungen gut. Allerdings muss das Ganze ja nicht so ernst ablaufen. Ja, muss ja nicht mal trocken sein. Auf den Bauch drehen bitte. Die Handflächen auf dem Boden, dann Po hoch und halten, dann ganz wichtig, nicht Po rausstrecken, sieht auf Instagram gut aus, ist aber blöd für den Rücken, deswegen Becken kippen, das muss so aussehen, als hättest du in die Buchstümer, dann ist es richtig. So,
So, hört man, dass ich aus dem Rheinland komme? Ich weiß es nicht. Nicht, weil ich mich von der Rheinland habe. Nicht, ich, dich, ich mag dich. Es interessiert mich nicht. Mich. So, halten, halten, halten. Ah! Noch weiter halten. Halten, halten, halten. Wichtig, Becken kippen. Ja, Becken kippen. Und die Fersen mal nach hinten drücken. Ja, ich sehe da Herzchen und da oben. Und da freue ich mich aber. Da freue ich mich sehr. Bitte einmal die Fersen ein und halten noch 5 Sekunden. Noch 4, 3, 2, 1. Wow. Absetzen. Sehr gut. Einmal kurz durchatmen. Sehr gut. Dann bitte seitlich plank. Einmal die Beine strecken. Unterarm auf den Boden. Dann bitte Becken anheben. Wem das zu schwer ist, kann gerne die Knie absetzen. Ich bleibe jetzt in der Position. Komm. Fürs Video. Fürs Video gehe ich auch komplett hoch. Po nach oben. Bleibt bitte hier in einer Linie. Ganz wichtig, dass ich nicht durchhänge, sondern. So, wer möchte, darf auch die Füße leicht versetzen, wenn dann den oberen Fuß nach vorne nehmen. Und hier werden auch schon mal Selfies gemacht und Co. Selfies ist ja blöd, das müsste ich ja machen, aber Fotos gemacht und Co. Noch halten, ich gucke jetzt auf die Uhr. Diesmal keine türkische Sekunden, sondern real. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Abwechseln, sehr schön. Mal die andere Seite. Also wie gesagt, ich würde gerne die Beine strecken oder auch anwinkeln, wie ihr wollt. Anwinkeln ist natürlich leichter. Und was haben wir schon im Leben leicht? Gar nichts. Dann darf die Übung auch nicht leicht sein. Einmal hochgehen und halten. Und noch eine Sache, ganz wichtig. Wer irgendwann keinen Bock mehr auf das Gelaber hat, kann es auch leider machen. Wer irgendwann sagt, too much information. Kannst natürlich da eine Leiter drehen. Also Knie hoch, Po hoch, Becken hoch. Und halten. Das Ganze noch 15 Sekunden. Noch. Wie findet ihr denn die Übungen? Cool wäre, wenn ich da nochmal eine Reaktion jetzt sehen würde. Daumen oder Herzchen. Oder lachenden Smiley oder weinenden Smiley. Aha. Mel, bist du das? Einen Fan habe ich. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Ab. Sehr schön. Dann drehen wir uns nochmal auf den Rücken. Was wir jetzt gemacht haben, natürlich die seitliche Bauchmuskeln. Und jetzt kommt eine Mega-Übung. Achtung! Achtung, Mega! Und zwar das linke Bein strecken. Das rechte bleibt angewinkelt. Dann einmal Arm nach oben. Und zwar links. Linke Bein nach oben. Rechts anwinkeln. Und halten. Und jetzt alles strecken, ranziehen. Schaut mal, auch wenn es nicht schön aussieht, Ellbogen zum Knie. Ich gebe mir aber Mühe, muss ich jetzt mal so an dieser Stelle sagen. Und wem das dann am Hals wehtut, der kann gerne so machen. Am Nacken packen, diese sogenannten bekannten Kanickel fangen schlaff. Machen am Nacken und halten. Ah, noch 3 Stück. Nein. Richtig rund werden beim Ranzi. Bam, 2 noch. Und bam, 1 noch. Und boom. Aber mach dir gar nichts. So, einmal wieder den Kanickelfangschlag machen für die, die Nackenschmerzen, Halsschmerzen haben. Rechts links anheben. Links links anwinkeln. Dann hier schön strecken. Wieder ranziehen. Boah, bei so vielen Zuschauern, Live-Zuschauern noch,
müsste ich eigentlich die Sockenfirma Falke mal nach Sponsoring fragen, oder? Boah, mach bitte weiter. Ich setz mal kurz an mein Becken. Also Strecken und ranziehen, Strecken und ranziehen. So, hier nochmal ganz viel Beinschlag. Bein strecken. Arm ranziehen. Strecken. Richtig rund machen beim Ranziehen. Boah, das ist echt eine schwere Übung. Zwei noch. Ein noch. Ja, genau, das könnt ihr mal machen. Komm, das machen wir jetzt. Dann machen wir mal alle. Einmal die Beine strecken, so nach 18 Minuten kann man das machen. Beine strecken, Arme strecken und die Länge. Bauch ein- und ausatmen. Macht man den Bauch richtig dick, kann ich gar nicht. Ausatmen, richtig flach machen. Zum Schluss nochmal Bauchnabel anziehen, sodass ihr jetzt auch in Leisten gegen. Spürbar Dehnung. Jetzt nochmal in den Bauch einatmen, richtig dick machen, ausatmen, das ist raus, Bauchnabel anziehen, einatmen, ausatmen. Spürt mal in den Bauch ein, was das für ein Gefühl ist, wenn die Luft reingeht, wie der Muskel sich anfühlt, ausatmen. Was das für ein Gefühl ist, welche Bauchmuskeln ihr dann spürt. Und ob es angenehm ist und ob ihr merkt, aha, die Bauchmuskeln habe ich angespannt. Sehr schön, wenn ja, dann einmal hochkommen, kurz schlafen. Will ich aufstehen, einmal so warten. Und jetzt würde ich gerne eine Rotationsbewegung machen, und zwar Russian Twist nennt sich die Übung, glaube ich. Wenn nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie die Übung wirklich heißt. Fingerspitzen zueinander, Pferde auf dem Boden, dann Rücken gerade und dann dreht ihr euch zur Seite. Einmal mit dem Ellbogen, wenn ihr könnt, absetzen, andere Seite. Dann. Dann. Für alle, die jetzt gerade nicht live zugucken und jetzt tatsächlich 20 Minuten aufgehalten haben, dann schreibt doch mal danach, nach der Übung mal, vielleicht eure Lieblingsbauchübung mal auf. Und was mich auch interessieren würde, welche Übung hat euch denn gefehlt oder fehlt euch? Kennt ihr eine Übung, die euch Spaß macht? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann werde ich es nämlich in die nächste Session mit aufnehmen. So. Vier Stück nur noch. Drei. Zwei. Bam. Einmal. Bam. Puh. Und mal kurz halten. Kurz durchatmen, ganz schön anstrengend. So. Ganz schön anstrengend. So, als nächstes. Zwei, dreimal durchatmen. Kommt eine Übung. Die ist für alle gedacht, die jetzt Homeoffice haben. Oder generell viel sitzen. Denn jetzt trainieren wir die Bauchmuskeln, ohne den Hüftbeuger anzuspannen. Dazu, wir werden zwei Übungen machen, wo wir den Hüftbeuger oder die Beine nicht mitnehmen, hier würden wir mit Beinen mitnehmen. So isoliert wie die Bauchmuskeln. Der untere Bauch wird trainiert bis zum Schambein. Wichtig dabei, wichtig dabei, die Knie nach außen. Einmal die Hände nach hinten, den Boden berühren. Mit ein bisschen Schwung hochkommen, anziehen. Die Füße berühren. Dann wieder hinten berühren und ruhig mal ranziehen. Hier Füße rühren, ja? Und wer das nicht kann, kann auch nur so machen, erstmal. Einige werden das nicht schaffen. Warum? Weil die Bauchmuskeln bis da unten selten angespannt werden. Wir ziehen immer den Hüftbeuger mit. Und deswegen probieren wir das mal alle. So, ja? Also, ganz nach hinten mit ein bisschen Schwung vorkommen.
Sehr schöne Übung, um den Bauchmuskel bis zum Schambein zu trainieren. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Jawohl. Dann kannst du noch fünfmal. Hinten rühren, bisschen Schwung. Vorne rühren. Hinten rühren, bisschen Schwung. Vorne rühren. Ah. Boom. Einmal noch, ja? Ah. Boom. Sehr schön. Das war die erste Übung. Boah, guck dir das an. Ob der nur geschwitzt, bitte nicht. So, die zweite Übung, wo wir den Hüftbeuger nicht aktivieren, die Bauchmuskeln isolieren. Und zwar, wir legen uns hin, Beine strecken, Po anspannen, schau mal. Ja, entspannt, angespannt. Und Po-Backen bleiben angespannt und jetzt kommen wir nach oben. Geht natürlich nicht. Warum? Das ist der Gegenspieler. Der Po-Muskel. Das ist der Gegenspieler und wenn ich den angespannt habe, komme ich nicht hoch. Also wer dann irgendwann so hoch kommt, dann liegt es da, weil ich den Po-Muskel nicht mehr angespannt habe. Ja? Also, Po einspannen. Ja. Sieht unbeholfen aus, ich weiß. Und wem das unangenehm am Hals ist, kann das mit dem Handtuch einmal festhalten oder eine Hand oder beide und so oder so mit diesem Schwung. Mit beiden, mit einer Hand geht es gleich besser. Also, voranspannen mit angespannten Pobacken. Einfach nach oben. Stützt euer Hals mal ein bisschen ab. Tja. Tja. Ihr kommt nicht hoch, das sieht jetzt hoffentlich bei euch genauso richtig aus wie bei mir. Noch fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins noch. Ben, wie lange geht das immer? Ist es schlimm, wenn er echt nicht vom Bauch kämpft? Ja, einmal bitte. Zwei Übungen haben wir. Zwei Übungen. Also, Beine anwinkeln. Beine hoch, Bauch einspannen. Daumen zu den Schläfen, Fingerspitzen, Hinterkopf. Dann gehen wir nach hinten. Einatmen, Brustkorb groß machen, vorkommen, ausatmen, nach hinten, ein, raus, ich bin mir sicher, wer jetzt zu Hause sitzt und diese Übung macht, der ist schon fit, er ist auf jeden Fall ambitioniert und hat Bock, die Bauchmuskeln zu trainieren, hat Lust, bis an die Grenze zu gehen. Und man wurde, der Mann hieß Muhammad Ali, er wurde gefragt, sag mal, wie viele Sit-Ups schaffst du eigentlich? Da hat er keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele. Ich zähle nur die, die anfangen, oder ich zähle nur die, die brennen, denn nur diese Wiederholung zählt. Und deswegen machen wir mal jetzt Sit-Up, bis der Bauch brennt. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt gerade vorm Fernseher sitzt, vorm Rechner sitzt, vor deinem Handy sitzt, oder am Boden liegst und diese Übung machst, dann gehörst du sowieso zu den Menschen, die gerne Sport machen, die was für ihren Körper tun. Ja, dann zeig jetzt, dass du bis an die Grenze gehst. Komm, bis es brennt. Und wenn es brennt, das ist bei mir jetzt der Fall, dann mache ich noch fünf. Und du, wenn dein Bauch noch nicht brennt, dann mach bitte so lange, bis dein Bauch brennt. Und dann machst du noch fünf Wiederholungen. So, fünf, acht, vier, acht, drei, acht, zwei, acht, eins, acht. Sehr
eine Übung haben wir noch. Eine. Und zwar, die ist ein bisschen gemütlicher. Hände bitte so hinterm Kopf, Beine nach oben. Und dann machen wir mal eine kleine Bewegung mit den Beinen. Es ist egal. Kannst du auch so machen. So wie ihr wollt. Einfach mal ein bisschen nach hinten, nach vorne, zur Seite. Bewegt einfach mal die Beine. Aber den unteren Rücken bitte auf dem Boden lassen. Und die Hände unbedingt so hinterm Kopf, nicht so abstützen. So. Das ist noch anstrengender für den ganzen Körper, nämlich auch für die Wirbelsäule. So. Und ruhig beim Schlafen anziehen. Ja. Boom. Boom. Also Beine bewegen. Den ganzen Körper bewegen, dagegen halten. Und in die andere Richtung austarieren. Auch mal Beine strecken, wie ihr wollt. Hauptsache die Beine sind oben und ihr bewegt euch ein bisschen. Nur noch 10 Sekunden, komm. 10, 9, 8, nur noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Die Beine strecken, die Arme strecken. In den Bauch. Ein- und ausatmen. Macht den Bauch richtig dick. Beim Ausatmen richtig. Lass die Luft rauslassen. Dann bitte einmal Beinbeuger fassen. Hochkommen. Kurz hinsetzen. Durchatmen. Denn, oh, guck dir das an. Oh. Also, für mich war es anstrengend. Ich hoffe, für euch auch. Ich hoffe aber noch mehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es nämlich echt tierisch Spaß gemacht. Und vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr Kommentare hinterlassen würdet. Freunde und Bekannte auch nochmal sagen würden, hey, die haben da super Videos, außer mit dem Eddie, aber die anderen machen auch coole Videos, wie die Marion, die wahrscheinlich gleich noch kommen wird. Auf Facebook könnt ihr uns screenen oder auch auf Instagram oder auch auf unserer App. Wir haben nämlich eine App, einfach runterladen, da mal drauf. Also, mich hat es gefreut, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschwitzt und euer Bauch mit mir zusammen trainiert. Danke schön fürs Zuschauen, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.